Damit kann man ja... Bär! Bär, ich wusste! Track Groups Gaming. Hallo Leute! Ja, schaut mal, wer da ist! Ja. Das Bunny ist angekommen. Yay! Und das... hatte gar keine Klamotten an. Ich musste dem erst diesen Pullover oder das T-Shirt hier gerade erst anziehen. So sieht's so aus. Nee. So. Und hinten steht auch noch etwas Schönes drauf, ne? Gewinner 2024. Qualität ist gut, ne? Auch wie die Ohren angeordnet sind, ne? Dass es ja also ein bisschen spitzbübisch ist. Ach, Sarah mal hier. Das ist ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, ne? Das ist, sieht man es ja ein bisschen wegen dem Greenscreen-Gedöns, beziehungsweise der Belichtung vom OBS ja nicht so gut, aber ich denke mal, man erkennt es, ne? So, ja. Das Tierchen macht sich dann aber auch auf den Weg, ne? Bis jetzt, jetzt guckst du erstmal hier zu. So. Das sieht schon mal aus hier. Wisst ihr, dass ich sexy bin? So, was ist denn heute das Ziel? Ich habe mir mal was Neues einfallen lassen, ja? In Sachen Blödsinn bin ich ja immer offen für alles, ne? Und zwar werde ich heute, passt mal auf, wenn ich drauf drücke, auf M wie Map, da passiert nichts. Ich habe nämlich die Map ausgeschalten. Ich bin gar nicht drin, Moment. Jetzt. Der Kartenbildschirm wurde vom Serveradministrator deaktiviert. Das heißt, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich hab's im Kopf, ne? So, was wir jetzt machen werden... Wir werden erstmal unser Gerümpel, was davon übrig ist, werden wir mal retten. Was wir jetzt machen, wir werden uns jetzt erstmal mit unserem geilen Arsch in die Gefahr stürzen, uns killen lassen, ja, und anschließend werden wir uns random runterfacken lassen. Wieder auf die Insel. Und ich muss versuchen, den See wieder zu finden, ohne die Karte zu Hilfe zu nehmen. Ja. Denn es kann sein, dass die Karte hier, die wir hier haben, die ist ja nur temporär. Ja. Damit man einen Überblick hat, wo man überhaupt ist. Aber das soll später höchstwahrscheinlich noch wegkommen. Die werden die Karte wahrscheinlich überarbeiten, modernisieren, wie auch immer. Und möglicherweise wirst du am Anfang auch gar nicht mal wissen, wo du bist. Du wirst keine Map haben oder sowas. Und dich dann auch erstmal zurechtfinden, bis du dann halt die Map hast. Wie auch immer. Ja. Und ich denke mal, das ist dann eine ganz gute Geschichte. Ja, das könnte man dann hier schon mal üben. Ich werde mich natürlich ein bisschen orientieren können, weil ich ja die Map ein bisschen kenne, ne? Also ich sehe dann hier zum Beispiel den Berg und weiß ungefähr dann, wo zum Beispiel der Flugplatz ist und sowas, ne? Aber ja, du hast hier halt auch immer irgendwelche Spots, wo du sagst, okay, kenne ich, Ziegelfabrik, da sind wir jetzt also ziemlich weit im Osten, da müssen wir zusehen, dass wir irgendwie nach Westen kommen. Ja? Also es wird auf jeden Fall interessant, der Orientierungssinn wird definitiv eine Rolle spielen. Und ich dachte mir, ja, warum nicht, ne? Probierst du es einfach mal aus. Ich würde mich ja am liebsten von dem Bot killen lassen, ne? So, jetzt muss ich aber meinem Orientierungssinn vertrauen hier, ne? Ah, gucke, da sind wir doch richtig. Da ist schon der Weg, der da abgeht, genau. Ja, wir haben Hunger gleich, aber das Problem löst sich in Kürze. Der Sound gefällt mir ja auch nicht, ne? Guck mal, der hat keine Schuhe an. Trotzdem hört sich das so an, als ob er welche anhat. Das nervt mich. Ich hoffe, dass sie das fixen, weil sie ja auch derzeit gesagt haben, dass sie am Sound rumarbeiten, den Sound optimieren. Weil es ist ja jetzt keine Kunst, wenn du dem die Schuhe ausziehst, dass da halt klingt, als ob er halt auch barfuß ist. Ne? So einen Sound einzufügen, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Da halten sie einfach ein Mikrofon dran an jemanden, der barfuß irgendwo rumläuft, ne? Und dann implementieren sie es hier rein. Also das sind ganz leichte Soundgeschichten, die könnte ich sogar implementieren. Das ist jetzt nicht das Problem.
So. Die Schlüpperschen und die Söckchen, die Schenke stehen, Bots, können sie gerne behalten. Jetzt machen die Füße Stress. Ich habe Schmerzen, genau. Aber wir sind eigentlich relativ weit gekommen. Also das waren jetzt bestimmt 3-4 Kilometer, die wir gelaufen sind. So, jetzt geht's rund. Er dreht aber ohne Schirm. Er hat gesagt, ich soll jetzt hier abhauen, ne? Okay. Wenn ich das noch einmal mache. Ich glaube, der hat keine Geduld hier. Da wartet, da fackelt er nicht mehr lange, der Herr Fackelmann. Aber Fackelmann? Oh. Sprenger. Nee, von denen möchte ich bitte nicht getötet werden. Oh, 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 oh. Das arme Bühnchen. Gut. Zufällig, die 250 Glocken ist mir das wert. Wieder Einstieg, wir wissen nicht, wo es ist. Aber wir können uns jetzt orientieren. Okay. Da ist das Krankenhaus. Wir müssen in die Richtung, Richtung Westen. Ja, da wissen wir schon mal grob auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Was ist denn das da unten? Das irgendwie... Ist da? Und schon weiß ich nicht, was es ist, ne? Bunker, hä? Sieht aus wie Bunker. Das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Also, wir müssen uns Richtung Westen orientieren. Das ist jetzt hier auch der einzige Orientierungspunkt, großartig aus der Luft, den wir haben. Das ist das Beste, was du haben kannst. Wir müssen dann also irgendwie Richtung Westen. Das Problem wird sein, wir werden auch an Flüssen vorbeikommen. Wir werden sehen müssen, wie wir über die Flüsse drüber kommen. Wenn wir dann später vielleicht einen Rucksack haben oder sowas, kann uns das natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, wenn wir dann in die falsche Richtung laufen. Da ist dann keine Brücke oder sowas. Kann sein, dass wir da einen übelsten Umweg laufen. Ne? Also ich fand dieses Experiment hier auch mal ziemlich nützlich, ja, das mal so ein bisschen auszuprobieren. Wir werden uns jetzt natürlich erstmal standardmäßig ausstatten. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ne? Wir brauchen jetzt erstmal unser ultimatives Messer. Wir werden jetzt uns natürlich auch noch einen Bogen machen. Wir werden hier drinnen mal gucken, kurz im Außenbereich des Bunkers. Reingehen können wir sowieso nicht, weil wir keinen Schraubendreher haben. So, wir zerstören mal die Geldkarte, die brauchen wir gar nicht. So, dann verteilen wir erstmal die zwei Büsche hier. Und unser Häschen bringt uns hoffentlich Glück. Das kann jetzt hier natürlich auch eine entsprechend längere Folge werden hier, ne? Das möchte ich jetzt bloß mal anmerken. Ich bin halt auch immer dazu gezwungen, ziemlich viel rauszukatten, ne? Weil eine Session geht dann meistens so 2-3 Stunden und ich möchte das Video nicht allzu lange machen. Meistens haue ich es ja dann so zwischen 17 und 19 Uhr raus, ne? Köcher werden wir wahrscheinlich nicht finden, aber wer weiß, ne? Manchmal findet man ja auch Rucksack und sowas, also... Ich lasse mich da überraschen. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch ein Seil. Also das wird... Ja, das ist halt ein bisschen jetzt Survival. Ich habe mir schon überlegt, na, einen komplett neuen Char zu machen, ist ja blöd, ne? Weil habe ich jetzt auch keinen Bock dazu, mir jetzt noch so einen neuen Char zu machen. Ist auch unnötig. Gut, gehen wir erstmal hierher, bevor wir uns Richtung Westen begeben. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht eine Hose finden, eine bessere. Ich würde eine Feuerwehrhose nehmen oder sowas, ne? Bin da jetzt ja nicht wählerisch. Na, Böhnchen, das ist doch immer was Neues hier, ne? Ne, hier ist nichts. Ja, Essen und Trinken wird natürlich auch wieder ein Thema sein. Ah, hier liegt was rum. Eine Stichschutzweste, nee, die bringt uns gar nicht. Die schützt uns ein wenig, ja, okay. Aber jetzt auch nicht so mega viel. Wir können jetzt eh nicht reintun in das Ding, also. Jetzt finden wir wahrscheinlich erstmal wieder einen Haufen Klamotten.
mit denen wir nichts anfangen können. Weil sie keinen Platz haben, ja, Mützen und sowas, ne? Ja, so ein Messer könnte man natürlich gebrauchen. Die Dinger halten ein bisschen länger als das Steinmesser. Da haben wir doch einen Helm, oder? Ja. Wisst ihr? Wird da eine Klamotte, wo wir nicht rein tun können. Ne? Bauchtasche und sowas wäre natürlich auch nice. Gummihandschuhe haben wir jetzt auch gerade gefunden. Kann man natürlich auch nicht rein tun. Da geht doch mal öff! Angelhaken, nee. Oh, da oben. Da oben ist so eine. So eine Kaschwuppe. Oh, guck mal, hier haben wir doch schon mal was, ne? Brokkoli. Ja, in der Wildnis muss man nehmen, was man kriegt. Jede Kalorie zählt. Scheint ja nicht allzu viel los zu sein. Da hinten könnte noch was drin sein. Na, guck mal hier. Das sieht doch hier schon vielversprechend aus, ne? Dort, wo wir uns gerade haben killen. Oh, guck dir das an. Kleiner Rucksack. Leck mich fett. Ha! Ha! Ja, wo wir uns haben killen lassen, sind ja auch solche Buden hier, aber dort hast du natürlich die Bots und Sprengpuppis und hast du nicht gesehen. Guck mal, jetzt haben wir doch hier gleich noch eine kurze Hose. Da passt nämlich auch ein bisschen was rein. Was haben wir hier drinnen? Das Messer. Das wollen wir ja behalten erstmal. Das zerschnippeln wir in Läppchen. Weil wir brauchen ja auch noch was zum Verbinden. Ne? Ich weiß auch überhaupt nicht, also wenn wir eine Straße finden, können wir uns natürlich auch an der Straße orientieren und reisen einfach entlang der Straße. Das wäre jetzt das Einfachste. Pistolenholster, ja. Warum nicht? Ja, also hier haben wir schon mal schönes Glück hier, ne? Wie gesagt, diese Baracken hier, die können unter Umständen wirklich guten Loot bringen. Gerade wenn man neu anfängt oder sowas. Und dann guck, jetzt haben wir hier eine taktische Armeehose, ist natürlich noch besser. Die kurze Hose behalten wir erstmal. Da haben wir jetzt aber natürlich schon Schwein gehabt, dass wir hier in der Nähe von diesem Bunker runtergekommen sind. Wo wir uns vielleicht ein bisschen ja, vorsehen müssen, ist, wenn wir uns infizieren. Ne? Wir haben keinen Knobi dabei, wir haben keinen Antibiotika bei uns. Wir werden mal sehen müssen. Gucke hier, da haben wir eine Bauchtasche. Die Mütze können wir mal mitnehmen, wenn es uns kalt wird. Ist ja auch, kann ja auch tödlich sein, wenn es zu kalt wird. Obwohl, wir können sie Feuer machen. Oh, ein Köcher. Na, lecke mich doch fett. Jetzt wird's unheimlich, ja. Die Lootfee ist uns wohl gesonnen, habe ich so den Eindruck. Okay, kacken müssen wir nicht. Da haben wir ja eigentlich schon hier eine komplette Ausrüstung fast, hä? Das läuft doch. So, jetzt brauchen wir uns eigentlich bloß noch ja, ein paar Pfeile zu machen. Dann nehmen wir hier mal die Büsche. Also, das ist jetzt, ja, im Augenblick läuft das gut, ne? Bin erstaunt. Umso tragischer wäre es natürlich, wenn wir dann hier gleich um die nächste Ecke gehen und dann gleich verrecken. Ne? Das wäre natürlich ganz dumm. Wie Taschenlampe craften. Ach so, Taschenlampe, ja, das heißt ja. Ich hätte beinahe drauf gedrückt, hey, also Stock Taschenlampe craften, aber das ist ja ein Übersetzungsfehler. Das ist ja eigentlich eine Fackel. Wie kann man denn das falsch übersetzen? Original wird es ja hier in Englisch. Ne? Also, Gamepires macht ja erstmal die englische Version. Ne? Und danach deutschen sie es ein. Aber wie kann man denn Torch mit Taschenlampe übersetzen? Das geht halt nicht in mein Hirn rein. Und wir gucken mal, wie schlecht der Google-Übersetzer ist. So, Fackel heißt Torch. Und so heißt das auch, wenn man sich spawnen will. Übersetzung. Hier steht nichts mit Taschenlampe. Ja? Selbst der Google-Übersetzer weiß es. Wie übersetzen die das? Ich verstehe das nicht, wie man da auf Taschenlampe kommt. So, haben wir jetzt alles? Ja. Jetzt haben wir erst mal ein paar Pfeile. Passt ja alles schön in unseren Köcher rein. Ja, 15 Pfeile. Gut. Wir haben ja einen recht, ich sag mal so, guten Überlebensskill. Das heißt, wir wissen hier oben ungefähr, wo es lang geht. Zur Not haben wir ja auch noch die Sonne, an der wir uns orientieren können. Ne? So, jetzt wissen wir allerdings nicht. Guck mal, da ist der Berg.
auf den könnten wir zum Beispiel zuhalten und uns dann von dort aus weiter orientieren. Aber der Berg ist schätzungsweise, sagen wir mal, mindestens 20, 25 Kilometer weg. Ja. Aber ich bin ja hier auch schon ein paar Mal mit dem Flugzeug drüber geflogen. Das hier ist ungefähr die Richtung. Wenn ich mir jetzt angucke, die Spitze von Berg ist hier ungefähr grob über den Penis gepeilt. Der See. Was wir hier auch für ein Problem haben könnten, kriegen könnten. Wir können jetzt hier erstmal ein bisschen durch den Wald latschen. Beziehungsweise durch die Natur. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Es könnten natürlich unvorhergesehenerweise Bären oder Wölfe auftauchen. Das ist im Augenblick sehr selten. Es kann aber passieren. Und dann sind wir hier mit unserer Axt und unserem Bogen relativ schnell gebumst. Wir müssen uns also ein bisschen vorsehen. So, jetzt kommt uns natürlich der Umstand zugute, dass wir relativ viel Kraft haben. Wir haben 17 Kilo, wir können 41 Kilo tragen. Die Frage ist, kommen wir über den Fluss? Hier hinten ist eine Brücke beim Krankenhaus. Da oben ist das Krankenhaus. Der nächste Orientierungspunkt. Ne? Orientierungspunkte sind ganz wichtig. Hier unten lang latschen würde auch irgendwann zu einer Brücke führen. Ich würde aber dann doch lieber jetzt schon rüber. Es kann nur sein, dass der Fluss dann nochmal eine Biegung macht und wir nochmal rüber müssen, dass das jetzt hier alles falsch ist, was wir machen. Das kann natürlich auch sein. Und dann sind wir voll bepackt und dann haben wir einen Aal. So, wir gucken, ob wir hier schwimmen können. Können wir schwimmen? Können wir schwimmen? Gehst du unter? Du gehst unter, du Penner. Wieso gehst du unter? Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? 17 Kilo, naja. Wir könnten natürlich den Helm weglassen, ne? Ja, jetzt haben wir keine Wahl, ne? Es sei denn, wir schmeißen jetzt einen Haufen Gerümpel weg. Aber wie gesagt, ne? Hier, na doch, hier, guck mal, das sind 7 Kilo hier drin alleine. Die Hose oder was? 3 Kilo. Können wir die Hose wegfacken? Wir zerschneiden das mal in Lappen, weil dann sind es keine 3 Kilo mehr. Oh, der Stuhl. Mein Gott, hä? Ah, jetzt hat's geknackt, hä? So, jetzt haben wir 4,4 Kilo. Gut, dann haben wir noch die Mütze weg. 3,7. 1,6. 0,8. 1,5. Ja. Das 2,9 Kilo wiegt die Hose. 2,9 Kilo. Ja gut, die ist nass. Das kommt ja noch mit dazu, ne? Ach, die Stichschutzweste, die können wir ja, da sind wir schon mal 5 Kilo leichter. Mal sehen, ob wir das jetzt schaffen, ob wir uns jetzt über Wasser halten können. Ja, ich muss allerdings die Leertaste gedrückt halten. Oh, ich könnte aber drüber laufen. Ne, bleib jetzt runter. Ja. Ja. Wenn ich die Leertaste nicht gedrückt halte, dann geht er unter. Oh, Fischlein. Ja, wir schwimmen ein bisschen versetzt. Nie gegen den Strom schwimmen. Das kostet nur viel zu viel Kraft und macht keinen Sinn. So. Shit. Ja, jetzt müssen wir irgendwie hochkommen, hä? Ah. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So, wir orientieren uns weiterhin nach Westen. Gut. Ja, jetzt haben wir natürlich die Stichschutzweste verloren. Die hält uns ja auch ein bisschen Ärger fern. Ja, nach Süden wollen wir nicht. Ich überlege, das Krankenhaus war da und auf der Höhe. Wir müssen leicht nach Norden. Dezent nach Norden. Nordwestlich. Nicht ganz nordwestlich, aber schon ein bisschen nördlich. Das liegt fast auf derselben Höhe, das Krankenhaus und der See. Ich glaube aber, das Krankenhaus noch ein bisschen niedriger. Deswegen, ja. Leicht. Leicht Nordstich. Wie gesagt, also ich orientiere mich ja nur anhand der Erfahrung, die ich schon mit dem Game hier gemacht habe. Guck mal, da hinten haben wir ein Häuschen. Und ich glaube, wenn das jetzt das ist, was ich denke, was es ist. Nee, ich glaube nicht. Ja, manche Straßen haben ja ganz bestimmte Häuser da an der Ecke stehen und dann weißt du ganz genau ungefähr, wo du bist. Das hier sagt man jetzt im Augenblick nicht.
Ja, das ist eben das. Ich bin auch relativ selten hier in der Ecke, ne? Sagt letztens ja halt Fischfabrik gewesen und so. Ne, das sagt mir überhaupt nicht. Aber irgendwann gemerkt, ne? Puppimäßig ist hier auch noch ein Hühnchen! Ja, ausgerechnet das scheiß Huhn, was ich fressen kann. Ja, da wird er Kotzanfälle gekriegt. Ah, siehst du, ums Essen und Trinken müssen wir uns ja auch Gedanken machen. Wenn wir eine Puppi finden, könnten wir theoretischerweise ihre Haut. Ach, da gucke, da sind sie doch. Da hinten. Wir könnten uns ihre Haut mitnehmen. Und wenn wir dann noch Garn finden, Zwirn, Garn, wie auch immer, ups, können wir uns da Trinkbehälter draus machen. Super. Das geht doch schon mal super los. Die macht eine Show, die blöde Kuh. Scheiße. Die Axt ist ja auch nicht mehr so offen. Eine Nadel haben wir schon mal, das ist schon mal schön. So, meine Schnecke, wir nehmen mal unser Brotmesser. Und dann entbroten wir dich mal. Tja, Böhnchen, du wirst wohl heute wieder ein bisschen abnehmen, ne? Aber naja, Rückenspeck und so, ne? Das ist ja immer noch so unser leidiges Thema. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Haut mit. Können wir jetzt schon was machen? Nee, ne? Wir können uns ein paar Lumpenhandschuhe können wir machen. Die ist vielleicht auch nicht so blöd, ne? Aber im Augenblick brauchen wir eigentlich keine. Die können wir uns jederzeit machen. Ema-Nadel haben wir. Das reicht erstmal. Ja, so Nähgarn, ne? Nähgarn. Ja, hier haben wir Kohlsamen, Spinatsamen, Zitronensamen. Na, so lange können wir nicht warten, bis es. Jedes Mal, wenn wir irgendwas neu anfangen. Schmeißt der erste Mal sein Schneidwerkzeug weg. Feuerzeug nehmen wir natürlich mit, ne? Falls wir uns doch ein Feuerchen machen müssen, wenn es zu kalt ist. Jetzt hat er das dort aus Panik umgetauscht, ja. So. Ja, also ich bin jetzt hier noch am Überlegen, ob wir jetzt hier. Hier sind auch wieder viele Puppis. Seht das schon. Ja, ich würde mal sagen, wir laufen hier einfach weiter. Das war jetzt ja nicht so erfolgreich. Wir haben jetzt aber erstmal Haut mitgenommen, ne? Und vielleicht können wir uns nachher so ein Trinkgefäß basteln. Wenn wir noch so eine Siedlung finden oder sowas und Garn. Komm. Das Ding ist natürlich auch, dass wir jetzt ein bisschen schwer sind durch das Wasser. Ja, viel Kraft machen wir jetzt natürlich nicht, ne? Weil wir auch nicht so viel mit uns rumschleppen. Sind wir ja auch in so einem Biom, wo es nicht unbedingt viele Pilze gibt, ne? Bloß ein paar Oliven und wir müssen uns langsam mal Gedanken um etwas zu essen machen. Und immer mal wieder gucken, wo wir hier sind. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen schlechten Überblick, ne? Jetzt sehen wir hier so gut wie gar nicht. Wir können uns nicht orientieren. Wo ist der Berg? So. Naja, das ist schon. Ist schon eine Herausforderung, ne? Die Mappamundi. Wie der Lateiner so schön sagt. Kommt doch aus Lateinien, hä? Ich muss dann auch bloß das Häschen wegstellen. Ja, nicht, dass es dann, wenn ich das dann verschicke, nicht, dass es dann nach Qualm stinkt. Das wollen wir ja nun nicht. Ja, der Duft. Der Gamer provoziert. Dass das Häschen nackt kam, das geht nicht in meinen Kopf rein, hä? Was sind das für Ferkel? Hätten sie doch wenigstens noch anziehen können. Soll ich das in ein Zeitungspapier dann einwickeln? Wie so alten Fisch oder wie machen wir das? Ich muss im Paketshop mal gucken, ob es da irgendwie was gibt zu dem Thema. Da lacht später. So, ich hoffe, der Wald hat irgendwann mal Ende, ne? Ich würde mich gerne mal orientieren. Da hinten ist ein Berg. Der Berg. So, die Radiostation nicht, ne? Aber dort müsste ja dann noch irgendwann. Ach Gott, scheiße, das kann so die ganz andere Richtung sein, hä? Guck mal, da. Ist das der Bauernhof, der größere? Aber dann wüsste ich ungefähr, wo wir lang müssen. Ja, wir bräuchten natürlich auch mal Schuhe oder Nähzeug, ne? Weil sonst wird es ja auch wieder unbequem. Ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ja.
Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Wir müssten jetzt hier rechts abbiegen und dann einfach die Straße lang. Ja, und dann weiß ich nicht weiter. Ich glaube, dann kommen wir irgendwann auch am Flugplatz vorbei oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier erstmal eine Möglichkeit, dass wir irgendwie mal besseres Schuhwerk bekommen. Hier Wanderschuhe, Arbeitsschuhe oder irgendwie sowas. Und hier könnten wir uns vielleicht auch ein bisschen eindecken mit Trinken und Essen. Essen, hier stehen genug Bäume rum mit Früchten dran. Das wäre natürlich ein Ding. Wir können rohe Eier fressen, weil ich glaube, hier gibt es auch genug Eier. Und wir haben ganz unauffällig das Biom gewechselt, ne? Jetzt sind wir hier wieder im gemäßigten Fleckchen. Ja, blöderweise können wir uns hier keine Eier einfach so mal braten, ne? Dass wir einfach jetzt hier, wenn wir eine Pfanne finden, dass wir die einfach so ans Feuer stellen oder sowas, das funktioniert leider nicht. Leider. Wir brauchen da wirklich explizit einen Grill oder einen Herd oder sonst irgendwas. Ist ein bisschen blöd gemacht. Ach du Kacke, wo kommen denn die jetzt her? Immer schön aus der Hüfte schießen und aus der Schlüpfer atmen. Ganz locker und so. Locker vom Hocker. Oh shit. Ah, ich hab trotzdem getroffen, ich brauch diesen blöden Punkt da nicht. Ah, Kingdom Come Deliverance und so. Oh shit, was ist denn jetzt Phase? Hey, hier war doch gerade noch gar keine Puppe. Wieso packt er denn das nicht auf die 2, ja? Drück auf die 2 und da packt nicht drauf, das sind das für Käse. So. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass wir nicht allzu sehr auf den Wanste kriegen, hä? Wir haben nicht so viel Verbandszeug mit und so. Och, gucke hier, was zu saufen und Knobi. Jetzt können wir doch den Wanz kriegen. Ja, hier kommt deine Schreien, wenn du davor stehst. Scheiße. Was ist das hier? Jetzt kriegst du ihn hier schon sehen. Nein, nee, ist klar. Das ist schon ein bisschen fies. Kleid drauf, gar nicht so groß wie ich mache und sowas. Die Haufen hier. So. Guck dir das an, da hinten kommt einer angesäppelt. Opa. Oh! Aua! Ups! Ja, wir müssen natürlich ein bisschen auf unsere Klamotten aufpassen, ne, wenn die dann alle kaputt sind. Oh, Häschenpantoffeln! Ja, nicht die Art von neuem frischen Schuhwerk, das ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ah, fuck. Ich frage mich, wie die das immer mitkriegen. Hey, lauf doch mal hier vorbei. Ja. Ja, unser Messer sieht besser aus. Ne? Also sieht nicht besser aus, aber hat mehr Gesundheit. Okay, sie sind drin. Oh, schöne Hemdchen. Und ein Röckchen. Jetzt sind wir da draußen. 91% Gesundheit und eine Bratpfanne. Wupp, wupp. Oh, die hängt fest, da. Blöde Kuh. Jetzt mal so schlau. Eine Horte. Wieso lässt du das nicht mehr auf die... Ach so, weil ich die 3 gedrückt habe. Kommt gleich die nächste Puppe. Im Nest ist auch nicht. Die sind ja ein bisschen dumm heute, hä? Sonst kriegen die das so mit, wie wir hochkommen. Ich glaube, die Lootfee, die macht das absichtlich. Die macht heute so den Kinderschwierigkeitsgrad, ne? Da findet man hier ein bisschen Seife. Also Nähzeug können wir ja schon mal machen, ne? Was ist denn das? Bestimmt eine gute drin, komm, wir hauen mal ab. Nee. Ja, hier sind Kartoffeln, hä? Oder Gurken. Eins von beiden. Sieht aus wie Gurken. Kartoffeln!
Der Bauer spricht. Sonnenblumen bringen uns nicht. Jetzt kommt gleich zwei angewurschtelt. Grille mal wieder. Wo schieße ich denn wieder hin, ich Molluska? Gibt's doch nicht. Hallo! Übelst versetzt, ey. Ich drücke einen Knopf und 3 Jahre später reagiert er. Jetzt sind da schon 3, ne? Keine Garage, nicht wo ich draufklettern kann. So eine Scheiße hier. Und der ist ja zu blöd zum Treffen. Was ist denn das? Holt doch mal das Ding. Jetzt hat er das wieder auf die 1 gelegt. Scheiße hier. Das ist ja richtig fett besetzt da. Bauernhöhe. Fett besetzt. Übel. Ich weiß nicht, was der immer macht aus Panik. Hä? Immer die 1 und die 2 verwechseln. Würde ich machen? Ich weiß nicht mehr. So, Hunger, komm. Friss einen Kolben. Ich hab einen Kolbenfresser. Und dann müssen wir uns Nähzeug machen. Uns eigentlich schon was zu trinken machen? Nein. Warum nicht? Genau, ich hab nächsten Monat Geburtstag, da wird eine Sondersendung gemacht, wo ich hier mit, nur mit dem Geburtstagshut rumrenne. So machen wir das. Irgendwas fehlt immer noch. Wasserbehälter, was brauchen wir denn? Seil! Okay. Wir brauchen Seil. Das kriegen wir doch hin. Guck mal da. Da schmeißt doch das Messer wieder weg, der Dulli! Zu hilisch! Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, weil. Ne? Die Tastatur ist nicht so dort da, wo ich das immer gewohnt bin. Jetzt kann der das wohl nicht kaputt machen. Mein Gott, jetzt müssen wir ja 100 Kilometer laufen bis zum nächsten Busch! Was ist verkehrt? Da muss ich wieder so einen kleinen Punkt finden. Ich bin schon wieder mit Nerven am Ende hier. Seil. Die mit ihren Seilen hier. So. Magnifique. Bonjour. Wo ist scheiß Seil? Hat noch gar nicht gemerkt, dass es ihm warm ist. Aber wir haben ja auch noch keine Jacke gefunden. Jetzt geht die Sonne weg, wie schön. Immer noch nicht? Du willst mich doch rollen. Kleidung, Angeln. Wir haben das, die Tierhaut, also Bubi. Nähzeug, improvisiertes Nähset. Wir haben doch Nähset gemacht. Oder? Na klar, wo ist denn das? Hat das wieder irgendwo liegen lassen, oder was? Ziemlich verarschen, du hast doch ein Nähset gemacht. Oder wie? Da, hat das liegen lassen, der Dulli. Mein Gott. Oh, wie bescheuert kann man sein. Ich werd noch bekloppt mit Bähnchen. Ich werd noch bekloppt, ja. Nee, das ist... Und wie lange kann's dauern? Eine Scheißnadel in so ein Zwirn rein zu tun. Das dauert doch nicht mal eine Sekunde. Was merkt denn der da rum? Ach, da macht er die. Ja, Böhnchen. Böhnchen und ich und Böhnchen. Hey, wir haben uns verdient. Wir sind alle beide ein bisschen dumm. So, warte mal. Da ist eine Pumpe, eine Wasserpumpe. Vielleicht haben wir Glück und es kommt Wasser raus. Ne? Da könnten wir uns theoretischerweise gleich mal die Flasche füllen. Yay! Geil. Wunderhübsch. So, da können wir gleich mal eben was trinken. Also um Wasser mache ich mir hier wenig Gedanken, ne? Auch das ganze Gemüse, was wir da jetzt hier finden, und Obst, das hat ja genug Flüssigkeit in der Regel, ne? Trotzdem ist es natürlich immer besser, wenn man halt noch ein Trinkbehälter dabei hat, ne? Und wir brauchen natürlich auch Vitamine und Mineralien und was zum Spielen und Schokolade und so.
So, hier haben wir Federn, die können wir uns an den Hut stecken. Ach eben, warum geht denn das eigentlich nicht? Suchen wir überhaupt was zu essen, ne? Die Kischen hier, die haben doch nicht. Schöner Käse oder sowas, hä? Das würde jetzt unseren Marken füllen. Oder mal was nicht hier alles rum? Hemde? Naja, das Hemde hätte ein bisschen mehr Platz, ne? Aber. Ach komm. Wir nehmen das Jersey-Shirt. Ich komme hier nicht klar. Ja, diese Hippie-Hose, naja, nee. Ein bisschen Modebewusstsein haben wir selbst. Im Angesicht des Todes. Seife, die nehme ich ja neuerdings immer mit. Ich mag saubere Kleidung, ne? In eine saubere Hose gehört ein sauberer Po. Damit kann man ja... Bär! Bär, ich wusste! Da ist ein Bär! Komm, wir brauchen Flee. Treffen wir das Vieh? Da haut ab. Komm her, Bär! Herr Bärt! Jetzt haut der Bär ab! Oh, da wäre ja gerade durchgekommen. Ist das halt neu? Das sieht so neu aus. Ich will Fleisch. Getroffen. Getroffen. Oh shit. Jetzt haut er ab. Oh, vielleicht verreckt er. Hey, da ist irgendwo hingeblieben, der Arsch. Die Ziege! Da ist eine Ziege. Der Bär ist tot. Und der Pfeile sind leer. Hallo Ziege. lass mich bloß in Ruhe. Ich finde das nicht witzig. Die Ziege. Nein. Ja, guck, die rennt schon, die hat schon hier, ne? Die ist angepisst. Komm, die rennt jetzt auf der anderen Seite. Böhnchen, schnell! Bevor sie den Weg gefunden hat und uns killt. Na, pass auf, der Bär hat uns nicht klein gekriegt, aber die Ziege, die rannt uns gleich weg. Die macht ihr scheiß Schaden, du. Da ist auch noch eine Puppi im Gebüsch, steht das doch wackeln. Komm, Böhnchen, schnell. Böhnchen! Pfeile. Och, die Fuck-Ziege, ey. Da läuft sie. Da rennt keine Puppi hinterher, hä? Warum nicht? Ich frag mich, warum nicht? Jetzt bewacht die Scheiß-Ziege den fucking Bär. Die Leiche. Ich glaube, die Ziege müssen wir auch noch killen. Ich glaube nicht, dass sie uns einfach so vorbeilässt. Die versteckt sich im Gebüsch, das blöde Vieh. Ach, bloß gut, dass der Zaun hier ist, hä? Und dass der Zaun keine Löcher hat. Oh, das wär's, wenn wir jetzt auch noch mal verrecken durch dieses Viehzeug. Die kriegst du mit den Nahkampfwaffen kaum kaputt. Ich weiß zwar nicht warum, das muss irgendwie ein Bug sein oder sowas, aber. Es ist mega scheiße. Du kannst dich auch kaum schützen. Geh schon das Vieh. Eine Puppe. Ja, mach Knete erstmal in Ruhe. Mensch, beweg dich. Beweg dich dann. Ich will dir mein Fleisch. Wieso haben wir denn immer noch so wenig? Dass die Ziege jetzt mitgekriegt hat, wie man hier reinkommt. Jetzt gar nicht gezählt, wie viele Pfeile wir von den Bären gebraucht haben, hä? Was willst du? Komm, Böhnchen, wir brauchen Fleisch. Wo ist das Vieh hin? Ich hoffe, die ist weitergelaufen. Da hinten ist eine Puppi.
Da guckt der Bär, wie er winkt. Mit seinem Bärenohr. Wieso denn durchsuchen? Wieso durchsucht man einen Bär? Und in welchen Taschen sucht man da? Och, meine ganzen Pfeile. Dankeschön. Und durchsuchen, dass die scheiß Ziege hier wegbleibt. Zwei Hits und du bist tot. Ein Hit, da kannst du schon meistens gar nicht mehr laufen. Dann war's das. Und vor allem den Bär, den musst du ja ein paar Mal platt machen. Eine Roulade. Ja, das sieht immer so aus wie eine Roulade. Bei mir gibt's diese Woche Sauerbraten. Würde man eigentlich so eine kleine Packung Sauerbraten holen. Also die schon mariniert ist, weißt du? So das Fleisch, ne? So in der Packung. Kann man eigentlich essen. Ist okay. Oh, der hat eine große. Jetzt hab ich schon noch ein Vieh gehört. Der Esel oder was das war? Die Ziege ist da hinten. Und da liegen ein Haufen tote Puppies auf der Straße. Ich kann das jetzt nicht so zeigen, dort hinten. Warte mal. Ich pack mal das Bein ein. Kann sie noch... Die Ziege, die hat hier... Stimmt, die hat die ganzen Puppies tot gemacht, oder? Okay, da hinten ist die Ziege. Oder hat das sie jetzt getäuscht? Auf jeden Fall ist hier noch ein Vieh gewesen. Ich hab's gehört. Wir hauen ab. Wir haben Fleisch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gemüse mitnehmen, da können wir uns doch so einen Gemüsespieß machen. Wie war denn das mit den Kartoffeln? War das nicht das... Oh ja, und Pilze brauchen wir ja auch noch. War das nicht das, wo ich mich aufgeregt habe, weil da keine Kartoffeln als Gemüsespieß nimmt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Kartoffeln waren. Ansonsten machen wir einfach bloß. Ja. Fleischspieß. Verletzung. Was ist denn für Verletzung? Oh mein Gott, komm, gib noch eine Kartoffel. Ich glaube, die Kartoffel... Ich glaube, die Kartoffeln konntest du nicht an den Gemüsespieß dran machen. Aber hier waren nur noch Gewächshäuser. Ich glaube, bei den Möhren ging's, ne? Gucken, wir brauchen ja noch Schuhe. Manchmal sind ja Arbeitsschuhe drin. Da gucken wir uns natürlich auch um. Und das Gasmaske. Ja, nee, die brauchen wir ja nun nicht. Eine Nadel nehmen wir mal noch mit, falls wir noch mal Nähzeug finden. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht allzu viel auf den Sack kriegen hier. Thermometer. Nimm doch mal die Pfote hier, du klebrischer Wanst. Ja. Knapp über 20 Grad. Wir nehmen es mal mit zum Kontrollieren. Der Grill! Ich glaube, wir machen unser Fleisch hier gleich. Wir grillen das gleich alles. Gucke da. Wanderschuhe. Perfekt. Reparieren wir. Aber nicht jetzt, nicht hier. Ich würde erstmal ein bisschen weg von dem Ort hier. Weil hier spawnen wir ein bisschen zu viele Tiere. Ist zwar selten, was ich ja vorhin gekräht habe, ne? Wir müssen eher lang. Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, schweres Verletzung und sowas. Noch eine Kartoffel, sag ich doch. Naja, ja. Das arme Böhnchen und so. Verletzung. Und wir schleppen ja hier auch schon einen Haufen Fleisch mit uns rum. Überhaupt überlastet. Oh ja. 69 Kilo tragen wir. Zu viel, also... 55 Kilo. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht, ne? Wäre schön, wenn hier irgendwie noch eine Möhre wäre oder sowas, ne? Ich glaube, Möhren würden gehen. Wir müssen langsamer laufen. Nützt alles nicht. Aber wir haben Trinken. Das ist ganz wichtig. Und wir machen 880, 870 Kraft. Wir nehmen aber auch 1600 Gramm ab pro Tag. Ich hoffe ja, dass wir jetzt hier in dem Waldstückchen, würde man sagen, da die ersten Büsche dort, wo der Wald losgeht, würde ich den Grill aufbauen. Und dann würde ich das Fleisch braten, damit wir hier nicht hier Ewigkeiten rumrennen, außerdem Böhnchen ist verletzt. Da können wir sowieso nicht so schnell rennen. Da wäre das jetzt eigentlich ein guter Moment für eine Pause.
Da machen wir uns jetzt gleich noch ein Feuerchen. Hier so ein kleiner Pilz, aber sieht giftig aus. Da kommen meine Böhnchen hier. Ach so, für die Kochstelle, da brauchen wir ja wieder Steine und sowas, ne? Steine. Genau, ja. Aber das kriegen wir doch auch gewuppt, hä, mein Böhnchen? Das kriegen wir doch alles hin. So, wir gehen zum Stützpunktbau. Dann haben wir hier den Fire Ring. The Ring of Fire. Das kostet uns ein Läppchen. Dann brauchen wir 6 Steine. So, siehe da. Da haben wir es doch. Okay. Tipp, 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 tipp. Dann drauf. Sehr schön. Das verteilen wir. Wir haben also ein Form, schönes Küchenmesser. Es ist ja wirklich nur ein Buttermesser, ne? Also eigentlich kannst du da im Real Life noch nicht einmal kalte Butter schneiden mit dem Scheißdingern. Du sollst das anmachen. Wir haben doch vorhin extra ein Feuerzeug geholt. So. Gefunden. So. Dann schauen wir mal, ob wir das Gemüseding machen können. Burger könnten wir auch machen. Wir können gar kein Gemüse. Ach so, ein Spieß. Ja, okay, gut, alles klar. Alles klar, Digga. Ja, gut, dann machen wir mal, wie viele Pilze brauchen wir denn? Das ist ja noch, das ist ja ein Gift. Okay, wie sieht's aus mit gegrilltem Gemüse? Dann fällt der Pilz flach. Kartoffel geht, aber wir haben nicht so viele. Das ist natürlich nicht so geil. Weil je mehr du hast, desto nahrhafter ist das natürlich. So 2 Minuten, naja, das wundert mich nicht. Ja, dann machen wir das Fleisch, ne? Gegrilltes rotes Fleisch. Oh, jetzt von der Puppi, da bräuchte man... Von der Puppi, da bräuchte man irgendwie noch in Gedärme. Ja, das braucht ja gleich mal 11 Minuten, die Scheiße. Für Hühnchen. Hat du Hunger? Komm Hühnchen, put. Essen tue ich dich nicht. Dazu bist du mir ein bisschen zu eklig. So, dann machen wir jetzt gleich mal unser Gemüse wenigstens, ne, also als Vorspeise. Viel war es jetzt ja nicht. Mir ist ziemlich heiß. Freut mich. Ich stehe halt wieder zu nah bei dir. Gar. Ach, 0,9. Für die, ach so, ja, die ganzen Kartoffeln und so, ne, kommt schon hin. So, warte mal, da können wir ja jetzt hier noch ein zweites Fleisch machen. Grillter Fisch. Ja, scheide, dass wir... Bisschen blöde, dass wir nichts gefunden haben in Sachen Salz und Pfeffer, ne? Aber wir sind ja nicht pinglich, ne? Ich könnte jetzt hier natürlich noch weiter durch den Wald laufen. Ich würde bestimmt... Oh, bestimmt noch irgendwo essbare Pilze finden, aber wir müssen jetzt erstmal generell irgendwas essen. Wir fallen jetzt komplett vom Fleisch. Aber das ist ja jetzt, sind jetzt nur Kartoffeln, ne? Durch das ganze Gebrutzel verliert das ja auch Flüssigkeit und damit auch Gewicht. Aber was weiß ich. So, wir dürfen ja nicht zu nah dran. Das kippt er ja gleich wieder aus dem Latschen. So. 8 Minuten, 6 Minuten, alles lärchen. Ah, das ist echt eine ganz üble Ecke hier, ne? Normalerweise komme ich mit dem Auto an, halte kurz an, gucke, was es da so gibt und fahre weiter. Da hat man normalerweise das Game gar nicht so die Zeit, so großartig hier spawnen. Zu fahren oder sowas, ne? Vereinzelt ein paar Püppis, aber sonst nicht. Wenn du zu Fuß bist, hat man ja gesehen, ne? Deswegen, ich habe mich ja gewundert, dass bei der Horde auch so wenig kam, obwohl das ist ja hier auch ein bloß ein kleiner Hof. Da kommen halt auch weniger Püppis bei der Horde. Aber es kommen auch weniger, wenn hier halt auch statt den Püppis Tiere spawnen. Und in dem Fall hat man hier den Bären und die Ziege. Na, sind automatisch weniger Puppies. Es sind immer noch einige gewesen. Ja, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren schon ein paar. Ne? Haben uns ja auch ein bisschen aufs Maul gegeben, ne? Kann sich lohnen, wie man sieht, ne? Es war jetzt natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Zaun da war und uns geschützt hat. Weil sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht so einfach geschafft. Und natürlich, dass die KI vom Bären hier nicht der hellste ist, ne? Normalerweise ein echter Bär, der wäre wahrscheinlich nur bloß über den Zaun geklettert oder hätten eingerissen oder sonst irgendwas. Wenn er den angreifen hätte wollen, die meisten Bären hauen ja ab vor Menschen. Ist generell so auch. Wölfe und sowas, ne? Die hauen ja normalerweise ab. Ziegen hingegen nicht. Ziegen, nee, die greifen gerne mal an. Die haben ja diese Hörner nicht, um zu flüchten, ne? Die sind ja dadurch nicht schneller beim Flüchten. Sondern die können richtig arschig sein.
im Real Life habe ich komisch. Dürftig gekocht. Na, deine Mutter. Das können wir dann gleich essen. Halt, können wir das überhaupt essen? Was schön. Das ist jetzt unser Koch. Na ja, komm, mal gucken, ob wir es schnell hinkriegen, wa? 6, 7, 9, 5. Ich darf mich halt jetzt bloß nicht mehr auslocken. Weil das gegrillte Fleisch dann völlig alle Mineralien und Vitamine verliert. Und die ganze Flüssigkeit verliert, wenn ich mich jetzt außen wieder einlocke mit dem ganzen gebratenen Gelumpe. Das ist der Nachteil, ne? Aber gut. Wir werden das restliche Fleisch, beziehungsweise das gebratene Fleisch, das werden wir schon noch los. Wichtig ist, dass wir jetzt auch erstmal ausreichend Proteine zu uns genommen haben. Wir haben derzeit 63 Gramm Proteine. Und wenn wir so laufen, verbrauchen wir bloß 4 Gramm pro Stunde. Einnahmen sind 30,6 Gramm. Hier achte ich halt auch drauf, ne? Weil wenn die Proteine unten sind, dann verlierst du Muskelmasse. Fett haben wir ja gar nicht drin. Das ist eigentlich ökomisch. Eigentlich müsste das gegrillte rote Fleisch. Müsste eigentlich auch ziemlich viel Fett haben. Hier haben wir Fett, ne? Aber gesättigtes Fett irgendwie gar keins. Gut. Dann können wir mal ein bisschen schneller rennen, hä? So. Trinken sind wir bei 100%. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr so genau. Weil guck mal, hier ist nämlich schon wieder der Berg. Und wir müssen ja am Berg vorbei. Ich versuche mich jetzt hier wieder grob zu orientieren. Westen war es, ne? Nordwestliche Richtung. Ja, genau. Das Ding macht hier euch Lenker. Das hätte ich gleich sehen können, hä? Hätte Fahrradkette. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass diese Wiese hier auch der Flughafen. Wenn wir jetzt ganz verzweifelt wären, könnten wir versuchen, uns hier ein Flugzeug zu holen. Ne? Also hier ist ja, glaube ich, noch die Shooting Range, genau. Aber wir laufen erstmal, aber wenn wir jetzt hier weiterlaufen würden, über die Shooting Range drüber, würden wir zum Flughafen kommen. Der ist da hinten, da sehe ich nämlich schon die Hütten da. Aber jetzt dort reinzugehen, bei der Puppi-Anzahl, die ich eingestellt habe. Oh, guck hier, mitten im Nichts ist Salat. Nehmen wir über mit. Das wäre Selbstmord. Das sagst du gleich mal so, wie es ist. Nee. Ich weiß, dass... Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Ich weiß, dass da hinten ein Raider steht. Allerdings fehlen ja wieder Reifen und sowas, ne? Ja, der Hunger geht natürlich jetzt nicht runter. Also nicht hoch in dem Falle. Weil wir uns hier auch ständig bewegen. Wir verbrennen mehr Energie, als wir aufgenommen haben. Verbrennungsrate bei 306. Einnahmerate bei 213. So, wenn wir Kohlenhydrate und Ballaststoffe brauchen, müssten wir jetzt einen Salat essen. Zum Glück haben wir ja einen. So, ich würde mal sagen, bei 50%. So. Na, Kohl geht schnell runter, da müssen wir gleich pinkeln. Ja, wir müssen da halt auch immer ein bisschen drauf achten. Das ist halt, wie lange filmen wir jetzt schon? Jetzt sehe ich das gerade nicht, da müsste ich mich jetzt wieder raustappen. Scheiße. Das wäre natürlich dann extrem herausfordernd, aber du bist automatisch dann ja auch ein bisschen vorsichtiger, ne, wenn du halt nur ein Leben hast. Aber du ärgerst dich dann natürlich umso mehr. Je mehr du da am Leben bleibst oder je länger du da am Leben bleibst, desto mehr ärgerst du dich, wenn du dann durch irgendeinen dummen Zufall verreckst. Na, gucke hier, wir kriegen hier noch mehr zu essen. Guck dir das an. Eine Mandarine und eine Birne. Ich habe früher als Kind immer, wenn da einer Björn hieß, habe ich immer Birn gesagt, ne? Birn. Birne. Ja, guck dir das an. Ah, nee. Ansonsten ist alles drin. Batterie. Oh, Puppi. Mit Puppi ist da nicht drin, aber die ist hier draußen. Schauen wir mal hier.
Ja, da liegt doch schon über das zu fressen rum. Die Lutfee will nicht, dass wir auf dem Fleisch fallen. Ja, die will, die steht vielleicht auf unseren Chatti-Rückenspeck. Hier haben wir noch ein bisschen Sellerie. Das hier dieser 2-Kühlschrank-Backe. Ja, ich frage mich, wann die mal hier was bringt in Sachen Update, Patch. Also patchen ja gerade. Also zumindest intern, ne, arbeiten sie gerade an diesen ganzen Bugs. Und ich denke... Oh, shit. Und ich denke mal, die sind da auch noch nicht fertig mit der 1.0. Oh Gott, jetzt kommen ja die Pfiffe, also nichts gespielt. Sprengung hab ich auch gehört, ne? Da ist... Oh ja, das ist wieder so eine Scheiße, wie es an manchen Spots hat, dass sie da einfach hinter dir aus dem Nichts spawnen. Das ist richtig unfair. Deswegen macht für mich das auch mit dem Permadeath hier auch keinen Sinn. Das macht mir keinen Sinn hier. Das wäre zu viel. Sehen das da oben bei den Zelten? Mündungsfeuerdämpfer fürs M1-Gewehr. Seltenheitswert. Jetzt geht mir dezente Düse hier, weil ich würde mich richtig ärgern, wenn ich jetzt hier verrecke wegen den scheiß Sprenger. Das wäre richtig scheiße. Hier oben scheint da nichts zu sein, hä? Nee, ist ja alles gammelig. Nee, die sind da unten auch schon voll. Das hier AK-Mundel? Ja, nehmen wir mal mit. Helme. Wünschen nicht so schnell laufen. Ich sehe den Sprenger nicht. Die hocken hier um ein. Da? Nee. Ist das der Sprenger? Nee. Dann halten wir uns lieber davon fern. Abhauen. Wir wollen heil nach Hause kommen. Wir haben es schon schwer genug, aber ja, wir haben jetzt diesen Spot überstanden. Wir haben den Bauernhof überstanden. Wer sich noch zurückerinnern kann, ne? Es war zu einer anderen Zeit. Das Video war jünger, wir auch. Das sind solche Dinge, da habe ich auch gar keinen Bock jetzt großartig zu cutten, ne? Also das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen langweilig sein. Und ich habe auch immer ein Stück weit Angst, dass es halt für euch halt dann zu langweilig ist und deswegen cutte ich dann und ich sehe dann bei, sagen wir mal, wenn ich bei 46 Minuten bin und ich sehe, ah, wir haben noch 30 Minuten Filmmaterial vor uns, dann fange ich dann an, auch manchmal so panisch zu cutten und dann, ja, geht dann auch ein bisschen der Flow weg, ja. Normalerweise ist es wie beim Film auch, ne? Du hast halt eine gewisse Geschwindigkeit, wo ein Film eine Geschichte erzählt. Und das kann dann auch für Zuschauer sehr unangenehm werden, wenn das halt nicht gut gebalanced ist mit der Geschwindigkeit. Ne? Dass es dann halt mal zu schnell wird, dann, oder sagen wir mal so, wenn die Geschichte sehr langsam erzählt wird und dann plötzlich die letzten 10 Minuten voll die Action explodiert, ja. Und du dann völlig aus dem Flow gerissen wirst, ne? Also da braucht man dann halt schon eine gewisse Erfahrung und ich sag mal so, man sollte sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich von Zahlen beeindrucken lassen, so nach dem Motto, oh ja, 46 Minuten, jetzt müssen wir aber hier noch eine halbe Stunde rauscutten und sowas. Naja. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre mir abends oder gucke mir abends auch gerne mal YouTube-Videos an, die auch mal über eine Stunde gehen. Auch Let's Plays von anderen. Ja, ich klicke mir noch nicht mal Videos an, die nur 2 Minuten gehen. Oder Shorts. Ja, ich guck mir hier auf YouTube keine Shorts an. Ja, das ist mir, nee, das macht Facebook, das macht Instagram, das macht TikTok. Das hat weder Tiefe noch sonst irgendwas, ja. Ich will nicht ja ständig klick, 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 ne? Oder dann kommt irgendwie hier ein automatisches, ja, so ein Autoplay, wo dann irgendwelche Videos reingepfeffert werden, die mich null interessieren. Nee.
Oder hier, ich gucke mir dann zum Beispiel hier, wenn da eine schöne saubere Playlist bei den YouTubern ist, was weiß ich hier, Black Mirror. Ist die Black Mirror? Nee, das war da was anderes. Cold Mirror. Ja, wenn Cold Mirror zum Beispiel hier dieses 5 Minuten Harry Podcast macht, ne, das sind ja, eine Folge geht ja manchmal auch über eine Stunde, aber ich höre mir das übelst gerne an. Weil die hat ja auch die Videos, macht die Videos ja auch so übelst unterhaltsam und gut, ne? Du kannst dir das gerne reinziehen dann, ne? Und mir gefällt das, ne? Wenn ich jetzt so abends so mal offscreen am Zocken bin oder sowas, höre ich mir auch gerne mal 5 Minuten Harry Podcast an oder sowas. Warum nicht? Ich mag lange Videos, ne? Wenn sie von YouTubern sind, die halt auch unterhaltsam sind, ne? Und die das alles. Ja, wo man sich halt nicht langweilt. Ich weiß nicht. Ich kann mich selber da in der Hinsicht schlecht einschätzen. Ne? Ich will ja hier auch niemanden langweilen. Ich kenne natürlich auch YouTuber, die sind auch langweilig. Ne? Ich will ja jetzt auch keine Namen nennen. Aber es gibt welche, die können einfach nicht gut unterhalten oder sowas. Ne? Die haben da eine Webcam und dann siehst du die. Und dann siehst du die halt zocken und dann hörst du ab und zu mal grunzen und das war's. Finde ich nicht unterhaltsam. Ich weiß gar nicht, sind wir richtig? Glück? Ist das? Da müssten wir doch jetzt hier. Ja, genau. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind gar nicht mehr so weit von zu Hause weg. Wir müssten jetzt hier nur noch die Straße hoch. Nur? Die Straße hoch. Durch die Stadt hier. Und dann sind wir ja eigentlich schon fast da. Wir könnten auch eine Abkürzung durch den Wald nehmen. Na, Bönchen! Ist hier schon mal reinkommt oder was? Ja, hier gibt die Loot für uns nicht. Ah doch, hier, Gewürzkistchen. Ah, das brauchen wir jetzt nicht. Geld brauchen wir auch nicht. Das macht ja sowieso nicht glücklich. Geld allein macht nicht glücklich. Sagen alle, die Geld haben. By the way. Also, wenn ich unverhofft eine Spende reinkriege, macht mich das schon glücklich. Ich krieg die Grinse den ganzen Tag nicht aus der Fresse raus gewischt. Gewichst. Ne? Weil für mich ist das, also, nicht wegen dem Geld an sich, sondern einfach wegen der Geste, ne? Dass die Leute dann halt sagen, okay, das ist es mir wert, der Typ. Ne? Dass ich dem auch mal was da lasse, ne? Und für mich ist das halt eigentlich so ein Zeichen, ja, bist ja doch nicht so scheiße, ne? Und das zeigt mir dann auch, okay, irgendwie scheint mein Content ja anzukommen bei einigen und ja. Natürlich versuche ich auch immer auf konstruktive Kritik einzugehen. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, ja, danke für den Hinweis, aber nee, in der Hinsicht mache ich dann doch lieber mein Ding, ne? Weil einiges passt eben dann nicht zu mir oder ich würde mich halt unwohl fühlen und das wäre dann auch nicht mehr authentisch. Ne? In erster Linie geht es ja darum, dass ich als Content Creator auch Spaß an der Sache habe. Ne? Wenn ich Spaß habe, überträgt sich das ja auch auf die Zuschauer. Ne? Ich habe vorhin zum Beispiel noch ein Let's Play gemacht von Star Citizen. Da hat der Server rumgespackt. Ich bin dann mit dem Schiff abgestürzt. Auf einmal ging der Motor aus, mitten im Landeanflug. Alles ausgegangen. Ich bin gecrashed, war tot, alles weg. Ja? Nochmal probiert. Ähnliches Ergebnis. Da hab ich schon okay Bock mehr gehabt. Und dann hatte ich auch schlechte Laune gehabt. Und da habe ich dann auch gedacht, jetzt wollte ich auf die Map gucken. Ich wollte gucken, wo der Airdrop runterging. Ja, und dann habe ich das. Ich habe das dann auch nicht. Ich werde das auch nicht veröffentlichen, ich habe das auch schon wieder gelöscht, weil mir hat selber keinen Spaß gemacht und das will auch keiner sehen. Ja. Ich will mich ausruhen. Oh, shit. Ich muss Pause machen, Slingel. Mein Schuli. Aber. Ja, einen Moment, ich komme runter.
Stuhli. Mein Stuhl ist da. Oh. Jetzt bin ich runter und musste das noch aus dem Auto selber rausholen, hä? Ach, nee. Ja gut, die Typen, die müssen den ganzen Tag diese ganzen Pakete hin und her räumen. Und das Paket wiegt ja auch schon ein bisschen was. Ja, 4 Stockwerke mit so rund 20 Kilo Paket. Jetzt krieg ich gleich eine Fresse hier. Vollkommen aus der Immersion gerissen. Oh, du bist so eine Enttäuschung. Puh. Ob wir es schaffen, nach Hause zu kommen? Bevor die Axt komplett in den Arsch geht. Immer noch. Ach nee, Puller müssen wir bestimmt, hä? Sag doch. Das ist gegrillte Fleisch, ne? Ja, wir machen halt einen Haufen Energie, ne? Vitamine. Ja, hier, Vitamin A. Da herrscht kein Mangel. Aber hier, die D geht schon wieder runter. Deswegen habe ich ja auch einen Haufen Fisch gekauft. Nee, ich war in der Fischfabrik. Ha, ich wollte wieder auf der Map gucken. Ich wollte gucken, wo die Fischfabrik ist. Ich war nämlich, wo ich gestern dort war, offscreen, habe ich erst verfahren. Und dann musste ich erst auf diese interaktive Map gucken. Im Internet gibt es das ja. Um zu gucken, wo die Fischfabrik ist. Hatte keinen Bock, ja, über die halbe Map zu rasen. Aber jetzt sind wir halt blind hier unterwegs gewesen. Ich weiß immer noch nicht, wo der Airdrop runtergekommen ist, ne? Da kommt sie nicht. Bis jetzt hat's gut funktioniert mit unserer Orientierung, ne? Ich hoffe, das bleibt doch so. Aber das ist ja schon mal eine gute Übung, ne? Falls sie mit der 1.0 halt wirklich die Karten rausnehmen, dass du die halt am Anfang halt nicht, überhaupt nicht hast und dass du dann halt erstmal, ja, dich so orientieren musst, ne? Warum nicht? Dass wir jetzt natürlich hier durch den Wald laufen, trägt ja auch nicht gerade dazu bei, dass wir uns besser orientieren können, ne? Ja, so mal als Selbsterkenntnis vermerkt. Da auf der Seite war die Straße. Und ich weiß ganz genau, wenn du mit dem Auto fährst, wir müssen dann da hoch. Wir laufen Richtung Norden, das kann doch nicht richtig sein. Oder? Ganz da hinten ist der Berg. Und wir müssen irgendwie. Es ist ja nicht weit weg vom Berg. Scheiße, jetzt bin ich raus. Ich bin so abgeleckt. Das gegrillte Fleisch hatte ganz schön viel Wasser drin, hä? Das müssen wir unbedingt fixen. Viel zu viel Wasser. Also Flüssigkeit verlieren wir und so. Und Hauptsache, wir verlieren keine Muskelmasse, ne? Die soll ja dazukommen. Fett können wir ruhig verlieren. Guck mal, da ist der Berg. Aber wir müssen doch mehr in westliche Richtung. Da ist eine Straße. Ich glaube, da ist die Straße, wo wir auch. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich verwirrt bin. Ich meine, wenn ich jetzt den Berg zum Berg gehe, dann kommt ja irgendwann, ich glaube, die Burg. Ja, da oben ist die Burg. Genau. Die ist okay, wir sind richtig. Genau, da unten ist die Straße. Die hat ja jetzt hier diese Biegung gemacht. Die haben wir ja übersprungen. Dann müssten wir jetzt klar in der Stadt sein. Genau, da durch die Wiese sind wir nach vorhin gelaufen, wo ich zum Bot gelatscht bin. Genau. Hä? Ich erkenne das. Und wir haben viel Fleisch. Das Blöde ist, ich kann das Fleisch jetzt nicht braten. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ist. Wenn ich das jetzt in den Kühlschrank tue und raushole und dann brate, beziehungsweise in den Kühlschrank tue, mich auslocke, einlocke. Also das ist halt verpackt, ne? Oder wenn ich dann brate und dann in den Kühlschrank tue? Es war schade drum, ne? Ich tu's dann mal in den Kühlschrank. So, da ist die Stadt, glaube ich. Ist das
überhaupt die richtige Stadt? Sieht nicht so aus, oder? Doch, da, hm. Da, doch, da ist die Brücke. Ja, wir sind bald zu Hause. Da sind wir jetzt über die halbe Map gelatscht, wa? Also jetzt weiß ich ja auch, wo wir lang müssen. Ja, hier ist meine Stadt. Da können wir jetzt eigentlich die Karte wieder anmachen. So. Ach, da ist der Airflip. Da sind wir hier. Hier irgendwo sind wir runtergekommen. Dann sind wir hier runter zu dem Bunker und haben uns erstmal ausgestattet mit Rucksack und so. Dann sind wir hier rübergeschwommen. Wir sind nicht über die Brücke. Wir sind hier rübergeschwommen. Wie sind wir denn dann gelaufen, sag ich mal? Hier ist der große Bauernhof, genau. Da sind wir hier quer durch. Da haben wir den Bären und die Ziege gefunden. So, dann sind wir hier hoch. Und hier oben ist dann dieser Trainingsparcours hier, ne? Wo die Sprenger waren. Und dann sind wir hier. Hier irgendwie, genau, dann sind wir hier quer durch den Wald. Dann war hier die Tankstelle. Dann sind wir hier die Straße lang. Hier war dann der zweite Hof, wo wir jetzt gerade durch sind. Und dann sind wir hier mehr oder weniger nur nördlich quer über diese freie Fläche gelatscht. Und da sind wir. Also ich muss sagen, das war schon ganz schön. Interessantes Abenteuer, ne? Highlight war natürlich der Bär. Wo ich eigentlich dachte da, naja gut, die sind halt ein bisschen dumm. Ne? Aber die arbeiten doch derzeit ja auch an der KI. Ne? Ich hoffe, da, wenn sie dann die neuen Tiere reinbringen, dass sie auch ein bisschen mehr drauf haben. Die Viecher laufen halt auch wirklich, als ob sie Arthrose haben oder sowas. Ne? Die kriegen die Beine nicht richtig gebeugt und sowas. Ne? Es ist schon eine Erlösung, wenn man die tot macht. Ja? Die armen Viecher, die quälen sich ja bloß. Ja, und wenn sie irgendeiner Siedlung zu nahe kommen, dann kriegen sie ja eh von den Puppis bloß aufs Maul. Stichwort Hühnchen und so. Komisch, an die Ziege haben sie sich rangetraut. Da verbrennt der Haufen Energie. Aber der Rückenspeck muss weg. Nützt ja nicht. Ich werde den jetzt aber auf seine Ottomane setzen und da kann er dann erstmal ausruhen, in Ruhe sein Fleisch und sein anderes Gelumpe da verdauen. Wie nennt man das, Gemüse oder was hat er gefressen? Ach, der frisst ja die ganze Zeit durch oder was. Mandarinen, das war ja Obst. Da haben wir noch ein Mürchen. Ja, guck mal, das gegrillte Fleisch. Wenn ich den jetzt hier sitzen lasse, dann geht das ganz langsam runter, die 76% Fleisch. Und wandert hier oben in der Energie rein. Solange wie ich aber hier einen Haufen verbrenne, hier. Verbrennungsrate 520, Einnahmerate 255. Wird das nicht. So, Böhnchen hier noch E-Päuschen, hä? Ja, wir waren ja eigentlich relativ fix, muss ich sagen, hä? Wo wir in der Schnelligkeit gar nicht mal so gut sind. Laufen sind wir Anfänger, ne? Ausdauer habe ich hochgeskillt. Laufen, glaube gar nicht. Glaube nur Anfänger halt, ne? Weil irgendwann wird es auch unrealistisch. Weißt du, wenn du so hier bei 1,80 Meter, 104 Kilo und rennst dann mit 30 km/h. Das ist ja utopisch. Das machen Hochleistungs-Olympioniken Sprinter. Die schaffen vielleicht 30 km/h. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht 35, vielleicht sogar 40. Aber ein normaler Mensch, vor allen Dingen nur mit 104 Kilo, wage ich zu sagen, dass das unmöglich ist, physikalisch. Dass jemand wirklich da bei 1,80 Meter 104 Kilo wiegt, dass er in der Lage ist, 30 km/h zu rennen. Und wenn so bloß für 100 Meter ist oder sowas, das halte ich für ausgeschlossen. Ich bin ja auch selber so Sprinter. Also in der Schule zumindest gewesen, ne? So 60 Meter Lauf, 100 Meter Lauf. 400 ging auch noch. Aber bei 1000 Metern, da habe ich dann meine Pace komplett überschätzt, ne? Weil der Sprinter sprintet halt, ne? Und bei 1000 Metern vergeudest du dadurch gerade am Anfang sehr viel Energie, ne? Da hatte ich die richtige Geschwindigkeit halt noch nicht drauf. Das ist wie beim Marathon. Wenn du da gleich anfängst los zu sprinten, dann hast du schon nach 2 Kilometern keine Power mehr. Und dann kriegst du irgendwann Krämpfe. Dann übersäuert deine Muskeln. Und dann bist du nach spätestens 5 Kilometern, kannst du da überhaupt nicht mehr machen. Wenn du hier untrainiert bist, sowieso nicht. Ich musste ja schon mal so, ja, lass es mal 12 Kilometer gewesen sein. Ich bin mal in die falsche S-Bahn gestiegen. Und wusste nicht mal, wie ich da wieder zurückkomme.
Das waren drei Haltestellen. Zwei, drei Haltestellen waren es. Also 10, 12 Kilometer waren es. Die musste ich dann zurück joggen. Rennen? Nee, das bringt überhaupt nichts. Ja, bei Böhnchen hat es gepasst heute. So, ja, ich würde sagen, mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss.